Herzlich willkommen, Philipp Huster. Schön, dass du es geschafft hast. Unser Champion, und das auch vollkommen verdient. Erster Turniersieg. Auf jeden Fall. Das war richtig, richtig moin, geil. Moin. Geil, dass du die Zeit nimmst. Und Glückwunsch. Ich mache nur Spaß, ne? Glückwunsch. Ja. Danke, danke. Mehr als ich hab verdient. Ich habe gerade schon mitgehört und dachte mir, wollte jetzt den letzten Punkt kaputt machen, weil ich war wirklich so am Zittern. Also ich dachte so, geil, Ball im Aus. Ich frage so David, jo, bist du Tusch? Und er sagt so, nee. Aber sagt halt jetzt nicht so überzeugt, dass ich dachte, okay, alles gut. Ja, er hat safe gemerkt, dass er im Netz war. Ja, obwohl, aber den Trikot-Touch merkt er ja nicht so richtig. Da war auch mehr als Trikot-Touch, das war irgendwas mit Hüfte oder so. Naja, das ist nicht so durchgebeult. Ist völlig egal, aber es war auf jeden Fall, es war so ein bisschen awkward, weil du ja dann sehr schnell auf den Knien warst, dann war so dieser Moment, oh fuck. Ja. So, ne? Kannst du dich dann noch daran erinnern, was da in diesen 2-3 Sekunden dann bei dir durch den Kopf gegangen ist? Keine Ahnung, ich dachte mir, gut, wenn er jetzt im Netz war oder doch Touch war, dann muss man halt noch einen Sideout machen und dann im Zweifel halt nochmal breaken. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht sonderlich shaky geworden oder so. Ich dachte, ich nehme es jetzt einfach so, wie es kommt. Ja, also man hätte es irgendwie dann fast gerne gesehen, wie es dann gelaufen wäre. Aber das geht schon so in Ordnung, weil ich glaube, am Ende war es wieder eine krasse Leistung, wie gesagt, mit den 2 Spielen davor. Können wir da direkt mal reingehen? Also wie viel? Ich glaube vor allen Dingen natürlich bei David. Lass uns mal herleiten, wie es überhaupt gekommen ist. Also wie es überhaupt zu der Konstellation gekommen ist. Wann das wurde entschieden? Weil das ist jetzt nicht, als hättet ihr euch 6 Wochen auf das Turnier vorbereitet. Stimmt ja auch nicht. Nee, aber auf gar keinen Fall. War im Grunde so, Simon ist ja unter der Woche nach dem ersten Tourstop in München geblieben und ich war in Hamburg. Haben beide getrennt trainiert und wusste von Simon schon, dass er körperlich ein bisschen angeknackst war nach dem ersten Stop und die ersten Tage nicht trainiert hat. Und habe dann aber nichts weiteres Konkretes irgendwie gehört von ihm und habe dann Mittwoch aber einen Anruf bekommen, dass es eben nicht funktioniert und war dann erstmal so, okay, was machen wir jetzt so, ist ein bisschen kurzfristig, weil jetzt fürs Hauptfeld jemanden finden, ist eigentlich so die einzige Option, die jetzt wirklich eine Rolle spielt, weil so schnell komme ich sonst nicht nach München. Und parallel dazu hat Alex mich angerufen und meinte so, yo, ich glaube, Bennett hat vielleicht irgendwas und kann vielleicht auch nicht spielen. Aber wie genau das gelaufen ist, müsste eigentlich auch eher den mal fragen, das kann ich euch gar nicht. Ich kann dir das ja erzählen. Ich habe vorher Rebecca Lang, also die Dame, die beim DVV die ganzen Ansetzungen und so macht, mit der ich dann ja immer so korrespondiere, wie wir die Spielansetzungen und alles machen, die meinte, Bennett ist raus. David findet aber keinen fürs Hauptfeld. Und dann habe ich um 12 Uhr ja das Training gegeben, in dem Simon dann abgebrochen hat, weil er sich nicht gut gefühlt hat. Ja. Und er meinte so, dann hat er so gesagt, fällt hier noch irgendjemand? Ich so, ja, ruf David an, Bennett ist auch raus. So, weil die haben nämlich auch zu der Zeit noch gesucht. Und ich glaube, dann war das, wenn man eine halbe Stunde weiter trainiert, und ich glaube, da stand das schon fest. Also so schnell ging es dann, glaube ich. Das dann logisch, ja klar, da ist ein David Ponywatz als Free Agent. Dann hast du ja doch dann eines Team zum Titel geführt quasi. Ja, oder Benny halt nicht. Ja. Je nachdem, Benny und Jonas nicht, je nachdem. Ich hab's quasi verkackt, ne? So, aber es ist, so ist es meiner POV passiert. Deswegen war es ganz witzig, dass dann am Ende, jetzt sprechen wir 5 Tage danach, sprechen wir mit dir als Turniersieger oder mit einem Interimsteam als Turniersieger. Finde ich total geil. Aber dann sag doch gerne mal, Philipp, was ist dir so das erste Mal durch den Kopf gegangen, als du dann so dachtest, okay, mit David, der ist eigentlich auch ein Blocker, spielt eigentlich auf der anderen Seite, also wie hoffnungsvoll warst du, dass das gut werden könnte? Also erstmal so, was blieb mir denn jetzt anderes übrig? Also ich hatte mega Bock zu spielen und ich wusste, dass David auch Bock zu spielen hat, deswegen wusste ich, es wird in jedem Fall irgendwie eine lustige Angelegenheit, dass David auch was abwehren wird und ich im Zweifel vielleicht auch mal so, das habe ich mir jetzt, oder dass ich einen abwehre, weiß ich nicht. Ah, komm, jetzt mache ich diesen schon wieder. Der Natural Born Defender, so Long Cat, ey. Dass wir zusammen guten Beachvolleyball spielen können, so. Gut, hätte ich jetzt sagen können, das kann schon passieren. Und wir haben halt gesagt, wir trainieren einmal zusammen vorm Event, probieren beide Seiten so ein bisschen aus, schauen, wie wir zusammenfinden und dann spielen wir halt einfach und ja, genießen es einfach. Ich meine, wir haben überhaupt gar nichts zu verlieren gegen irgendwen. Ja. Von daher, und dann haben wir uns halt von Spiel zu Spiel einfach weiter reingefuchst und am Ende lief es ja echt richtig gut, also auch die Abstimmung und so war dann ja echt gar nicht verkehrt. Ja, das war halt das Krasse, weil eigentlich, ich meine, ihr verliert das erste Spiel, geht rüber in den Loserbaum. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusstet ihr dann auch noch nicht, dass Erik und Yannick halt vorhaben, dann aufzugeben. Also man kann auch mal sagen, das hätte auch One-Two-Kurs werden können. Ja, klar. Oder wie hat sich's angefühlt nach dem ersten Spiel? Dann wäre es so gewesen. Also ich habe ehrlich gesagt, ich hätte mich übelst gefreut, gegen Yannick und Erik zu spielen, weil noch nicht dieses Jahr gegen die gespielt und die sind ja schon echt sehr, sehr gut drauf und mit denen ist es eigentlich immer eine geile Zeit, deswegen dachte ich, das würde auch auf dem Feld mega Spaß machen. Ich glaube, das wäre auch wieder ein intensiver Fight geworden. Ich glaube, die wären jetzt, auch wenn sie topfit gewesen wären, ich glaube, die wären, wenn es jetzt nicht total kacke für uns gelaufen wäre, wären die jetzt nicht total über uns drüber gerollt, aber es wäre halt wieder mega tough gewesen und ein mega geiles Spiel gewesen. Also, weiß ich gar nicht.
am Ende musst du halt spielen, ne? Und machst dir ja vorher eigentlich keine Gedanken, ob du das jetzt verlieren kannst oder nicht. So. Und wie war es mit David so abseits des Courts? Ich meine, gut, fairerweise, der hatte die Family mit dabei, so, ja, ne? Das kleine Kind war mit am Start, die Frau war mit am Start. Von daher denke ich mal nicht, dass ihr wahnsinnig viel gechillt habt, aber ihr hattet ja schon genug Interaktion. Ja, also die Family mega süß. Also wirklich, das kleine Kind ist so knuffig gewesen und Davids Frau auch total lieb. Aber abseits davon, wir haben zusammen trainiert. Wir haben uns zwischendurch, mal einen Kaffee zusammen getrunken, ne? Haben uns jeden Tag ein paar Stunden vorm Spiel ein bisschen aktiviert, aber zwischendurch haben wir uns tatsächlich nicht viel gesehen. Hatten jetzt aber, ja, es hat sich jetzt auch nicht angefühlt, als wären wir so zwei Fremdkörper oder so auf dem Feld. Also das war eigentlich alles sehr organisch, wenn man so sagen kann. Irgendwie alles relativ natürlich so. Wir, weiß nicht, waren jetzt gar nicht so auf unterschiedlichen Wellenlängen, hatte ich das Gefühl. Also das hat eigentlich ganz gut harmoniert, glaube ich. Von der Seite, will man unbedingt auf dem Ponywatz Wellenlängen sein, weiß ich auch nicht, Alter. Kommt ja, nee, drauf an, in welchem Modus. Also halt super umgänglich einfach, ne? Ja, also klar. Das ist ja übelst unkompliziert. Das kann ich mir, glaube ich, vorstellen. Also das ist ein Kompliment. So. Ja. Alles gut, weiß nicht. Aber dann versuch doch mal zu beantworten. Also ich meine, du hattest letztes Jahr ja schon tatsächlich mit Benny Sargstetter ja zusammen diesen Future-Sieg. Ja. Dann hattest du dieses Jahr auch schon Future-Sieg dann mit Simon. Ja, also deswegen war es dann natürlich was ganz Besonderes dann auch wieder. Und jetzt aber dieser Toursieg, also der erste in deiner jungen Karriere. Ich hoffe, es werden noch viele folgen. Wie rankst du da so die verschiedenen Turniere? Oder wo rankt jetzt dieser deutsche Toursieg? Also ich werde mich sehr, sehr, also denke ich, meine ganze Karriere lang an den Sieg erinnern. Ich meine, der Humpen, der steht jetzt hier auf dem Regal. Wie soll ich das einranken? Weiß nicht, keine Ahnung. Also war... Beide gut gespielt, mega Spaß gehabt. Ich weiß gar nicht, was es da großartig zu sagen gibt. Also. Ja, wir können ja direkt mal die erste Frage aus dem Chat mit aufnehmen. Doc Bible fragt schon, ob du das Gefühl hattest, von Davids Erfahrung profitieren zu können. Also ja. Klassische Frage natürlich. Ja, sicher. Also ich habe jetzt zwar den Kapitän gemacht und war dafür zuständig, immer ein bisschen mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, aber David hat schon in den richtigen Auszeiten so gesagt, komm, geh mal Brille putzen. Lass mal jetzt eine Auszeit nehmen. Solche Geschichten und hat aber auch einfach viel Ruhe ausgestrahlt. Also sowohl so in seinem eigenen Spiel als auch so in der Interaktion mit mir auf dem Feld. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nicht so viel, also ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, so was David macht, weil ich dachte so, ja, der macht sein Ding und ich kann mich voll auf meine Sachen konzentrieren. In dem Sinne schon, ja. Macht schon was aus, wenn er da... Also ich meine, gut, erstmal ist David sowieso ein stumpfer Hund, davon mal ganz ab, ne? So, und dann hat er halt, dann ist er jetzt halt auch, also schon echt etliche Jahre auf der Tour, ne? Dann hast du noch diesen Bonus, dass du am Ende ja auch dich nicht um ihn kümmern musst, weil du kennst ihn ja auch nicht gar nicht ausreichend genug, als dass du da irgendwie drauf eingehen könntest. Also geht es ja nur darum, das eigene Spiel zu machen, ne? Ist eigentlich eine ganz geile Situation. Ist eine leichtere Situation als in so einer Partnerschaft mit einem jüngeren Spieler und ihr habt immer wieder dieselben Themen und ihr habt dieselben Probleme, die ihr auf dem Training behandelt, fallt im Spiel drauf zurück. Also ist doch schon auch eine Luxussituation, mit so einem Partner einfach dann so ein Spiel, Turnier spielen zu können, oder? Ja, brutal. Also natürlich ist was ganz, ganz anderes. Habe ich ja auch schon dann während des Wettkampfes gemerkt, es ist einfach viel befreiter. Wie gesagt, so wenn ich jetzt eine scheiß Trainingswoche hatte und so ein paar Sachen im Training gar nicht funktioniert, gar nicht hinbekommen habe, die wir eigentlich trainieren wollten und dann kommt im Wettkampf genau die gleiche Situation, dann hat man immer so ein bisschen so einen Déjà-vu-Moment und ist nicht das Wahre und das konnte ja überhaupt gar nicht passieren mit David und wie gesagt, auch gar kein Druck, so Erwartungshaltung, ja gut, wie hoch war die jetzt, wenn wir nicht zusammen trainiert haben? So, natürlich ist das was anderes. Nein, deswegen ja auch umso geiler, aber trotzdem, so ein paar Sachen waren ja im Vorfeld auch spannend. Ich habe, glaube ich, auch David, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, meinte ich nur so, ey, kannst du die Dinger von Philipp eigentlich überhaupt angreifen? So, ne, weil es ja schon deutlich anders ist, so wie die Ponys sich zuspielen mit ganz viel Tempo und auch dann immer Kopfschuss raus, vorne Schuss und ihr ja einfach so klassischen deutschen Pritschvolleyball spielt, vor allen Dingen mit hohen Pässen und so weiter. Also, und dann meinte David übrigens, die Reaktion war so, ja, stimmt, hast du recht, keine Ahnung, Alter. Aber also es hat ja hinten raus auf jeden Fall geklappt, aber wie viel habt ihr da abgesprochen? Also ganz ehrlich, wir sind Donnerstag in das Training gegangen und haben so zueinander gesagt, komm, wir spielen jetzt einfach mal zu, dann greifen wir ein paar Dinge an und dann werden wir ja sehen, wie es ist. Und ich habe einfach von vornherein gesagt, okay, ich strecke nicht komplett so intensiv durch, wie ich es vielleicht sonst mache, sondern spiele einfach ein bisschen flacher zu. Und ich meine, David, jo, spiel du ein kleines bisschen höher zu, als du sonst machen würdest. Dann haben wir den Anlauf ein bisschen angepasst und dann ging das relativ schnell. Also wir haben
nach dieser Trainingseinheit oder auch in dieser Trainingseinheit vielleicht 20, 30 Minuten maximal damit irgendwie verbracht und danach im Wettkampf eigentlich gar nicht mehr drüber geredet. Macht's einfach. Ja. Also. Ja, und David ist ja dazu auch noch, also das war eben hier Monsieur Bateau, der Karl hat da gerade auch nochmal so aufgegriffen, weil er gesehen hat, dass ein Alexander Samoilov dann ja schon noch diese Rolle so macht mit, ich rede auch während des Spiels auf den Partner ein und gebe ihm wirklich jetzt nochmal ein paar Sachen mit oder auch wirklich viele taktische Ansagen während des Spiels. Und David ist ja dann schon auch einer, der dir dann auch das Vertrauen gibt, so hey, läuft doch gerade bei dir, du spielst einfach, oder? Ja, absolut. Also er hat mich eher, also ganz häufig darin bestärkt, so einfach meinen Stiefel zu spielen, so die Schläge, die ich machen will, einfach mutig abzuschließen. Er meinte so, wenn du einen wirklich in die Walachei hauen willst, dann mach das so. Meinen Segen hast du. ja, also ja, er meinte aber auch, also wenn ich war im Halbfinale am Anfang, am Anfang des zweiten Satzes war ich irgendwie ein bisschen fester, also da haben mich ein paar Sachen irgendwie brutal genervt und er meinte die ganze Zeit so, ja, jetzt Philipp, komm mal ein bisschen runter, mach mal ganz entspannt, so wir spielen jetzt einfach weiter und mich so in den richtigen Momenten auch einfach so ein bisschen an die Hand genommen. Aber der hat sein Ding einfach gemacht, ne? Und ich meins. Ja, es war schon eine spannende Konstellation. Mega, muss man ich hatte, sagen. Ich muss ja zugeben, ich hatte euch nicht auf dem Zettel. Ich dachte, dass ihr ein gutes Team seid. Aber Halbfinale konnte ich mir vorstellen, ja, aber genau, Titel wäre ich auch nicht so weit gegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr dann am Ende so drei Spiele in Folge gewinnt oder so, um dann reinzukommen. Weil das musst du am Ende, um ein Turnier zu gewinnen, musst du drei in Folge gewinnen. Und das ist halt heftig. So, deswegen, da dachte ich so bei dem Teilnehmerfeld, gut, klar, Küber und Stadi früh raus. Aber da hatte ich euch, muss ich ehrlich zugeben, nicht auf dem Zettel. Deswegen finde ich so mit eigentlich der krasseste Außenseiter-Sieg, den wir dieses Jahr hatten, oder? Also da muss. Ja, aus doch. Dem Kopf. Doch. Weil alle anderen Siege hätte ich so gesagt, ja, okay, hatte ich drauf. Aber euch beiden hätte ich nicht. Also klar, Teilnehmerfeld war dann schon auch offen, nachdem man wusste, so Yannick und Erik sind einfach raus, muss man rausnehmen aus der Rechnung. Aber auf jeden Fall, das war ein wirklich krasser Titel, der bei ganz vielen Leuten der Community auch in Erinnerung bleiben wird. Also. Schöne Sache auf jeden Fall. Konntest du es denn zumindest ein bisschen genießen? Weil ich meine, wir haben ja einmal mit dir noch angeprostet. Du hast auf jeden Fall, also ich habe gesehen, Radler hast du auf jeden Fall getrunken. Aber ich meine, David ist dann auch relativ schnell weg. Ich nehme mal an, du auch. Wie sah jetzt heute so der Tag aus? Also erstmal zu gestern noch. Also gestern nach der Siegerehrung kam direkt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendeiner mit einem Haufen Bier an. Und haben wir da eins zusammen getrunken. Da habe ich mich erstmal kurz ein bisschen ins Spielerzelt gesetzt, um wieder ein bisschen klarzukommen, weil ich habe super wenig gegessen vor dem Finale und bin wirklich danach, also da ist erstmal alles bei mir gesagt und konnte mich kaum noch auf zwei Beinen halten. Dann hat mir noch, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, aber einer von den Schiedsrichtern hat mir dann noch so einen Becher Radler in die Hand gedrückt und damit bin ich dann erstmal zu den anderen raus. Und ich war dann aber wirklich so, ich habe dann mir so einen Burger geholt an diesem einen Stand, um irgendwas in den Bauch zu bekommen und dann hat es aber wirklich so ein, zwei Stunden gebraucht und dann konnte ich mich kaum noch auf beiden Beinen halten. Also ich hing die ganze Zeit über einem von diesen Stehtischen, so muss ich die ganze Zeit abschützen, damit ich ja nicht wegklappe. Aber spektakulär ging es dann an dem Abend eigentlich nicht mehr weiter. Also ich bin dann, glaube ich, kurz nach 8 oder so abgezischt, habe bei Freunden von meiner Familie geschlafen und bin dort, als ich angekommen bin, auch direkt auf dem Sofa eingepennt. Also. Und dann heute zurück oder was? Ja, genau. Ich habe dann heute einfach rausgeschlafen und dann um 11 oder so einen Zug. Also ich bin auch noch gar nicht so super lange wieder in Hamburg. Sack, ey. Der ist spät gefahren. Wir sind so super früh, ey. Das war... Ja, das weiß war... gar nicht, ob es richtig war, ey. Wir hätten ein bisschen später fahren können. Ich habe mich gestern so gefühlt, ich dachte, schlaf so lange wieder. Ja, ja, du hast das richtig gemacht. Absolut. Alles richtig. Gut. Wir ärgern uns so, weil wir waren wirklich, ich war um kurz vor 8 am Bahnhof, Alter. Ich war irgendwie, das war scheiße. Ey, dann müssen wir, aber wir müssen ja eine Frage, die wir morgen im Podcast besprechen müssen, anhand der Ergebnisse, die diese Woche passiert sind und anhand der Planung, die sowieso so sind. Jetzt machen wir mal so eine Journalistenfrage, ne? Wir gucken nach Kanada und wir gucken zwei befreit aufspielenden Abwehrspielern zu, ne? Die von ihren Partnern getrennt plötzlich ein richtig gutes Ergebnis auf der World Tour machen, nämlich Sven und Lukas. Wir gucken Robin an, der sehr befreit, neben einem natürlichen absoluten, zumindest ehemaligen Weltklasse-Spieler und einem absoluten Weltstar, ganz befreit spielt und das auch von sich gibt. Und wir sprechen jetzt mit dir, mit einem Turniersieger aus dem Interimsteam, der sagt, hey, da war kein Druck und da war kein, hat sich einfach gut angefühlt und ich habe da mit einem älteren Partner einfach gezockt und das war schön befreiend und deswegen habe ich jetzt ein Turnier gewonnen. Da muss man die Frage stellen, war das in den normalen Teamkonstellationen nicht richtig oder warum funktioniert es da nicht oder warum funktioniert es den anderen besser? Ist Beachvolleyball dann einfach nur so ein Kopfding oder was? Also ich würde jetzt erstmal nur so für meine Teamkonstellation reden und da habe ich jetzt schon das Gefühl, dass Simon und ich jetzt schon auch viele gute Sachen dieses Jahr gemacht haben. Widerspreche also, ich nicht, keine Frage. Nee, also würde ich für dieses Jahr vielleicht gar nicht so krass mitgehen. Also das natürlich in der normalen Konstellation jetzt gerade... ja, bei uns, so Simon und ich, wir sind zwei echt
so unterschiedliche Typen. So. Ich vielleicht ein bisschen zurückhaltender, eher ein bisschen impulsiver. Wir gehen beide mit Stress und Drucksituationen im Spiel ein bisschen unterschiedlich um, sodass es da immer mal ein bisschen zur Reibung kommt. So, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber muss halt lernen, irgendwie damit umzugehen. Und ich finde, dass uns das dieses Jahr eigentlich ziemlich gut bisher gelingt. Aber klar, so was man jetzt an dem Turnier gesehen hat, genauso wie auch bei den anderen Jungs, natürlich ist das auch mal, also macht das einfach mal Spaß, komplett ohne Druck irgendwie aufzuspielen und einfach sich keine Platte drüber machen zu müssen. Aber wie das jetzt ganz konkret in den Konstellationen aussieht, also da kann ich ehrlicherweise nur für mich sprechen. Ja. Professionelle Journalistenfrage, professionelle Sportlerantwort. Wir sind angekommen, sagen, es ist lineare Sportberichterstattung, ja. Es ist perfekt. Einfach. Ja gut, was hast du erwartet? Nein, ich meine, Mann, dass er jetzt so hier okay. Natürlich Simon nicht schlecht geht und wie gesagt, die haben schon Turnier gewonnen. Aber ich die Frage nicht gestellt habe, Alter. Nein, das ist schon richtig. So. Und Philipp wird ja auch nachvollziehen können, dass da jetzt natürlich Leute sitzen und wieder mit dem klassischen Ding kommen, was ja auch ein Ding ist. Ich meine, da gibt es auch viele andere in Deutschland, die sagen, hey, ein erfahrener Partner an deiner Seite, wo du ja gerade noch, also klar, ich meine, bei euch passiert ja auch gerade noch so viel von alleine, weil ihr einfach als Supertalente einfach organisch besser werdet, aber dass man vielleicht den Prozess sogar beschleunigen und euch individuell noch mehr helfen könnte, wenn halt jemand, so jetzt Szenario, Lars Flüggen wäre noch fit und wäre noch voll da und würde dann so mit dir spielen, zum Beispiel. Das muss man ja nachvollziehen können, dass sowas da kommt, oder? Keine Frage, das war natürlich schon auch, so nach Tokio ein Riesenthema, weil dann ja erstmal der Altersdurchschnitt in Hamburg gefühlt auf 23 12, oder sowas. 12,5. Also war ja krank, ne? Also muss ja schauen. So. Nils ist jetzt, glaube ich, 29 oder sowas, oder? Und der Älteste am Stützpunkt. Der ist sowieso, der macht mit Clemens sein Ding, aber darunter, da ist dann Paul, glaube ich, der Älteste mit 24 oder 25 jetzt und der spielt ein Jahr Beachvolleyball. Ja, schon krass. Danach kommt Sven. Also wer ist denn der erfahrene Partner jetzt, der jetzt so einen Jungspieler erstmal in die Hand nimmt? Das ist halt jetzt einfach die Situation in Deutschland gerade. Natürlich wäre es cool gewesen, mal die Chance zu haben, mit so einem ja dann schon gestandenen Spieler ein Turnier zu spielen. Aber wenn die Möglichkeit halt nicht da war oder bei ein, zwei Leuten wurde, soweit ich weiß, auch auf jeden Fall angefragt, Wirklichkeit bestand halt nicht, ne? Und man muss das Beste aus der Situation machen. Würdest du denn sagen, dass dann ist es förderlich, dass die, also sagen wir so, für euch, oder ich stelle mal eine These auf, da muss es nicht so. Ist jetzt nicht förderlich, dass die letzten Jahre sehr erfolgreich waren im deutschen Beachvolleyball und jetzt dieser Umschwung kommt, aber man trotzdem noch an den Erfolgen der Vergangenheit gemessen wird. Das ist ja so. Wir reden ja immer darüber. Wir haben jetzt vor ein paar Monaten mal aufgehört und da mal einen Strich drunter gemacht und gesagt, pass mal auf, wir haben ein Top-Team in Eders-Wickler und darunter sind es einfach diese jungen und oder unerfahrenen Teams, wenn du einen Paul jetzt zum Beispiel nimmst. Oder würdest du sagen, dieser Druck, der ist der da? Also, weil klar macht man sich als Sportler immer selber Druck, man will sich ja entwickeln, aber gefühlt kommt da doch auch was von außen. Das müsste doch auch bei euch ankommen. Ja, sicher. Also da will ich jetzt erstmal wieder nur so für mich und Simon oder erstmal nur für mich sprechen. Ja, natürlich kommt da Druck von außen. Ich schaue jetzt aber auch so auf meine bisherige, noch relativ kurze Karriere zurück und sage mir, ja gut, woher soll es kommen? Also hätte ich jetzt ein Jahr spielen sollen und dann bin ich auf dem Challenger-Niveau etabliert. So, das wäre mega geil gewesen und dann hätten wir auch vielleicht da anschließen können, wo wir 2020 oder so aufgehört haben. Aber das ist einfach nicht der Stand jetzt gerade so. Wie man da mit dem Druck umgeht, so, das muss jeder für sich selber irgendwie herausfinden. Ich persönlich tue mir es da am einfachsten, dass ich weiß, dass ich es für mich mache. So. Natürlich habe ich Deutschlandflagge auf der Brust oder spiele halt für Germany. Aber ganz ehrlich, ich gebe alles, mir da nichts vorzuwerfen und versuchte auch so Druck von außen jetzt nicht unbedingt an mich ranzulassen. Ja, ist das einzige Richtige, aber ich glaube, so ganz frei machen kann man sich davon ja nicht, ne? Also dafür ist es absolut halt, nicht, absolut nicht, aber man kann es versuchen, ne? Ich finde den Ansatz ja ganz gut, weil wann haben wir Philipp das erste Mal gesehen? In Stuttgart beim Qualifier oder so? Kann das sein? Ja, also mir persönlich zum Beispiel, da ist er das erste Mal in Stuttgart zumindest, wirklich ne? So aufgefallen, dann an der Seite von Mio Wüst damals noch. Ja, das ist ja 2 Jahre her, richtig? Ja. Der ist 2 Jahre her, ja.
Ja, dann, ja, dann worüber reden wir denn mal? Nein, und seitdem ist ja wirklich enorm was passiert. So, weil, also, ich weiß, ich habe es ja auch, glaube ich, ein paar Mal erzählt oder auch einmal, als ich dich reingerufen habe, dann verdreht sich natürlich wieder der Kopf. Das ist dann, ich glaube, Kersten Holthausen war es, der dann dieses Zitat hatte mit, boah, bevor Philipp nach Berlin kam oder als er nach Berlin kam, konnte der kaum gerade auspritschen oder laufen. Also du kannst es gerne ja nochmal aus deiner eigenen Perspektive schildern, aber ich meine, die Entwicklung, die du jetzt wirklich in diesen letzten 3-4 Jahren gemacht hast, die ist ja schon enorm. Ja, also das war, ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, Ende der Saison irgendwie so um Timmendorf rum, wo wir uns qualifiziert hatten, als dann irgendwo, ich glaube, beachvolleyball.de oder so, dieses Zitat aufgeploppt ist, ich ihn angeschaut habe, so like, Kersten, was haben wir denn jetzt nicht alle gemacht? So, ja, aber am Ende, wenn ich jetzt so zurückschaue, ja, na klar, also ich habe, bevor ich in Berlin war, jetzt kein Beachvolleyball-Training oder so großartig gehabt oder zumindest nicht mit der Ambition oder mit den Zielen, so die ich dann in Berlin verfolgt habe oder jetzt auch in Hamburg. Und ja, weiß nicht, wenn ich mir jetzt Spiele anschauen würde von vor 2, 2,5 Jahren oder so, weiß ich nicht, ob ich da so viel Spaß dran hätte. Das ist schon was ganz, 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 ganz anderes als jetzt. Ne? Ey, in deinem Alter kann ich dir eine Sache sagen, als alter Mann hier, ne? Sich Spiele von vor 2 Jahren angucken, ist in deinem Alter doch recht förderlich, weil dann sieht man, dass man was geschafft hat. Das ist echt okay, weil das Plateau ist ja nicht erreicht. Du lernst ja jetzt gerade Woche für Woche was dazu. Was ist denn so das Element? Und das finde ich spannend, weil ich glaube nicht, dass das Element, was ich antizipiere, bei dir mit am besten jetzt geworden ist über den Winter, das war, was ihr am meisten trainiert habt. Deswegen, was habt ihr im Winter trainiert und was würdest du sagen, ist das beste Element oder beziehungsweise das most improved Element jetzt gerade? Also ich glaube, weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie mit Statistiken oder so belegen könnte, aber ich nehme deutlich sicherer an als noch vor einem Jahr. Ja. Und ich würde jetzt auch sagen, dass ich grundsätzlich auch so aus Out-of-System-Situationen bestimmt 2 Misshits weniger habe in jedem Spiel. Also ich weiß nicht, wir haben tatsächlich ganz viel Basics, also wir machen super viel Basics immer noch, also ganz viel Annahme, ganz viel Zuspiel, ganz viel Armschleife, Anlauforganisation, also wirklich der ganze Bums, sowohl halt aus In-System-Situationen als auch aus so chaotischen Situationen. Und da haben wir tatsächlich echt richtig viel gemacht über den Winter. Was für Angriffslösungen findet man, wenn der Ball jetzt immer nicht optimal steht? Weil es halt Beachvolleyball, ne? Ist manchmal auch eine Prise Wind dabei. Der Ball steht vielleicht nicht immer perfekt. Man muss ja irgendwie trotzdem einen guten Ball spielen, ohne einen Fehler zu machen. Das haben wir super viel gemacht. Ich finde auch, also Philipp ist ja auch präsent am Netz. Ich finde das halt krass. Ich finde es halt unfassbar krass, wie heftig, wie besser du blockst, Mann. Du hast letztes Jahr non-existent geblockt, Mann. Du warst ein braves, kleines irgendwas-Ding. So schmal wie möglich, extrem weit rübergreifend, dann immer so, ja, okay, hau dir dran vorbei. Und jetzt naschst du dir Minute für Minute die halbdiagonalen Frechheiten von Jonas einfach weg. So. Das finde ich beeindruckend. Das muss ich ehrlich sagen, großes Kompliment, weil ich mir dachte, dass das nicht euer Hauptelement war und ist. Das ist einfach so, nicht einfach so instinktiv, ihr werdet safe auch dran gearbeitet haben, aber nicht mit so einem Hauptfokus. Ey, größten Respekt, ohne Spaß. Richtig gierig mit so einer langen Hangtime, mega geil. Also wirklich, finde ich mitunter most improved dahingehend, glaube ich. Block jetzt ganz isoliert oder so, natürlich auch immer mal gemacht, aber jetzt gar nicht, dass das so Bestandteil vom täglichen Training war oder wir da so super viel drüber geredet haben. So dieses schmal Blocken so, wenn ich mir ein Spiel angeschaut habe, das habe ich ja gesehen, so, dass ich da nicht viel Fläche hatte über dem Netz. Und das war dann auch ein Thema, so wo, weiß nicht, also einmal Simon von hinten gesagt hat, aber auch Alex so, jo, mach jetzt einfach die Arme auf, bis du einen ins Gesicht bekommst. Und das hat sich dann irgendwie relativ schnell tatsächlich etabliert, dass ich tendenziell eher ein bisschen mehr spreader auf jeden Fall. Ja. Und jetzt so die letzten Monate schaue ich eigentlich, dass ich so nah wie möglich irgendwie am Netz starte, um halt auch schnell rüberstechen zu können, um halt wirklich jetzt keine Briefkästen oder so zu kassieren, sondern immer beim Gegner zu sein. Ja, aber tu mal nicht so, als wäre Blockverbesserung leicht, stimmt nicht. Also jetzt, wenn du das einfach so hinkriegst, ist geil. Man muss sich halt dazu zwingen am Anfang und irgendwann etabliert sich's halt. Also das ist so das Ding, klar, Annahme ist auch ein Element, logisch, aber Block fand ich wirklich, finde ich, höchst beeindruckend. Ja, und dann gerade auch so in Kombination mit hier so, ne, diesen Eigensicherungen und so, sehr mobil und sich da mal schön noch abdrücken und so, das ist alles auf jeden Fall cool. Und das ist ja dann so das Ding, ne, weil ich meine, das sagen wir auch immer ganz gerne, das liegt vor allen Dingen auch in deiner Blocktechnik, immer so dieser Vergleich zu Robert Mjövsen aus Holland. Ja. So, aber es ist, das ist kein ein Vergleich, nein, der ist Weltmeister geworden. Das ist ein Vergleich mit einem Weltmeister, mit einem absoluten Top-Blocker und das betonen wir ja immer wieder, dass wir halt sagen, ey, du hast halt wirklich erstmal schon mal die physischen Tools so
da gibt es eigentlich kaum eine Grenze. Deswegen fände ich es mal interessant, was ist denn dein eigener Anspruch? Oder was glaubst du denn, wo Philipp Huster ist in so 7, 8 Jahren? Vielleicht auch schon in 4, 5, aber ich meine, 7, 8 Jahren bist du dann ja erst eigentlich in deiner Prime. Ja, stimmt. Ja, das ist schwer zu sagen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ich will bei dem und dem Turnier das und das Ergebnis abliefern, weil das ist, weiß ich nicht, das sollte so ein bisschen die Konsequenz sein, wenn ich mich jetzt ordentlich bemühe, also in erster Linie, will ich im Training genau da weitermachen, so, wo ich, also nicht, wo ich gerade stehe, sondern so wie ich gerade arbeite, das will ich möglichst noch besser hinkriegen und mich da einfach weiterentwickeln und einfach schauen, was ich aus meinen Möglichkeiten so rausholen kann. Also wenn man jetzt gerade international ja so ein bisschen schaut, gibt es halt jetzt wenig vergleichbare Spielertypen wie mich. Also ich kenne keinen Linkshänder, der über 2 Meter ist auf der World Tour. Ja, das ist schwierig. Du könntest ganz schwer mit deinen Voraussetzungen. Also du kannst jetzt nicht nach einem klassischen Idol oder sonstigen oder Vorbild. Nein, weil gar nicht. Du müsstest immer, die spielen alle, die vergleichbare spielen meistens eine andere Position, also spielen an die andere Position, weil sie nicht Linkshänder sind. Das ist ganz, für dich ist ganz schwer gerade, finde ich auch. Ja, gibt es eigentlich nur einen Vergleich, Morbo Lorenz. Stimmt, ja. Aber international könnte man denken, ey, wo kriegen denn die Deutschen die großen Linkshänder her, Alter? Her. Stimmt, du hast recht, ey. Ja. Das ist so. Also ich meine, in Kempten 9. werden oder auf der German Beach Tour 1. mit Interimspartner ist doch fast das Gleiche, oder nicht, Momme? Ist doch same shit. Nein, sorry, Philipp, ich muss Momme einmal kurz wieder einen mitgeben. Ich sag da gar nichts. Ja. Das ist, du darfst dich. Du darfst dich zurückhalten. Alles gut. Alles du, gut. Du darfst dich auf jeden Fall zurückhalten. Sophos Trophos fragt gerade, ob du Trash-TV guckst und wenn ja, was? Alter, ich habe letzte Woche die ersten Folgen von der neuen Staffel von Too Hot to Handle geschaut. Das dazu zählt. Das zählt definitiv was dazu. Nächste Klassikerfrage, wenn nicht Beachvolleyball jetzt gerade das Ding wäre, was würdest du jetzt machen? Schwierig. Also ich bin, ich studiere an der Fernuni Psychologie, wobei das schon ganz klar einfach die Prio 2 ist. Also wenn ich Zeit habe, dann bemühe ich mich ums Studium, aber ansonsten hat so der Sport einfach absolute Priorität. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt nicht Beachvolleyball machen würde, wie das ausschauen würde, dann wäre ich wahrscheinlich nicht an der Fernuni, sondern eher irgendwo an der Präsenzhochschule. Würde, wenn ich nicht Beachvolleyball spielen würde, andere Ballsportarten machen. Ich weiß nicht. Ich habe früher mal Hallenvolleyball gespielt. Ich hatte irgendwie ultra Bock, auch Basketball zu spielen. Mhm. Fußball kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Naja, Fußball wird es nicht Fußball, sein. Nee. Fußball bricht dir nicht nee, die Beine? Nee. Ist nicht meine Sportart. Also. Hätte ich Geld drauf gesetzt. Hätte ich ehrlich gesagt. Ja, wobei, ich ganz ehrlich, in diesem koordinativen Anteil im Training beim Kicken und so mich deutlich verbessert habe, würde ich sagen. Ja gut, wenn man bei minus 1000 anfängt, das ist dann halt, das ist wie wenn Svenny sagt, er ist beweglicher geworden. Das ist auch nicht schwierig bei ihm am Anfang. Ja. Front. Aber kann ich mir gut vorstellen. Basketball natürlich sowieso. Ja. Bisschen Touch wird auch da sein. Da, der Lefty Shooter. Ja. Guckst du, also guckst du irgendwas anderes auf Twitch? Jetzt nicht regelmäßig oder so, ne? Also vor ein paar Jahren, da habe ich immer mal, wenn ich Zeit hatte, gerade so in der Corona-Zeit, da liefen immer mal so die Monte-Streams parallel. Jawohl! Ja, wenn er sich über irgendwas aufgeregt hat oder so. Das konnte ich mir stundenlang anhören. Sehr gut. Aber das war jetzt auch so das Einzige. Also ich habe Twitch sonst wenig geschaut, ne? Also ich habe so die früher diese Beachliga so, das habe ich tatsächlich noch geschaut, aber abseits davon habe ich auf Twitch jetzt nicht viel gestreamt. Ja. Im Winter mal Volleyball-Bundesliga geguckt? Oder ja, gar nicht? Das okay, das schon, okay. Das wäre jetzt krass, wenn er sagt, nö, gucke ich nicht. Doch, also ich bin jetzt nicht der Hardcore-Fan oder so, oder dass ich sage, jo, ich habe jetzt den einen Club und den verfolge ich die ganze Zeit, aber gerade jetzt so am Wochenende oder so, oder wenn man einfach unter der Woche, wenn man ein bisschen Zeit hat abends und den Fernseher einfach mal anmacht, so dann läuft schon meistens, also liegt schon meistens Bounce House. Aber dann übrigens sehe ich wahrscheinlich die Frage Zocken oder so, dass du mal eine Zockerphase hattest? Ja, doch, also jetzt keine Hardcore-Zockerphase, wenn du das jetzt hören willst, aber als ich noch in Leipzig bei meinen Eltern gewohnt habe, hatte ich auf jeden Fall einen Rechner bis zum Abi und gerade so in der Zeit, also ich habe ja 2020 Abi gemacht. Und da war nicht viel los. Da ging der Lockdown ja gerade los und da hatten wir, glaube ich, 3 Monate vorm Abi oder so keine Schule mehr. Natürlich haben wir da gezockt die ersten paar Wochen. Aber seit ich ausgezogen bin, eigentlich sehr wenig nur noch. Welches Spiel? Alles Mögliche. Also verschiedene Shooter. Ich weiß nicht, kennt ihr Rocket League? Ja, das Autofußball-Ding. Das habe ich ganz früher mal gespielt. Aber ansonsten. Das ist immer noch die These, dass das mir auch Spaß machen würde, vielleicht sogar.
Ja, aber die Hürde, bis man da erstmal auch so ein bisschen drin ist, ist auch schon wieder. Ja, man muss da schon ein bisschen. Das ist unterschätzt, also das ist krass. Ist schwer, das muss man schon gut sein, ja. Nee, NBA 2K, das habe ich immer, gespielt. Ja. Ich auch, ich hatte letztes Jahr einmal Corona und da habe ich mir aus Verzweiflung in der Quarantäne eine Xbox bestellt. Und die. Ey, das ist der Impulskauf, der klingt nach mir. Das würde ich genauso machen, Alter. Ja. Das ist so geil. Und seitdem einmal eine Woche gespielt. Aber man hat's. Also die Woche auch wirklich, wirklich exzessiv. Aber seitdem sehr, sehr wenig. Das ist ein geiler Impulskauf. Ich bin jetzt eine Woche krank. Ja. Ich muss was ändern in meinem Leben. Ich kaufe mir eine Xbox. Ja. Ich habe vorher schon mal kurz drüber nachgedacht, weil ich mal wieder Bock hatte eigentlich. Aber das war dann so, jetzt habe ich wirklich einen guten Grund, das zu tun. Das ist es wert. Geil, es war eine gute Woche. Das war nicht so verkehrt. An dem Mann werden wir noch viel Freude haben die nächsten Jahre. Sowieso, wir haben Zeit. Wir haben Zeit mit dem. Dann können wir noch ein paar Sachen noch vorbereiten. Vielen, vielen Dank, Philipp. Das ist nicht selbstverständlich, dass du nach so einer langen Reise dich hier abends dann nochmal stellst. Glückwunsch nochmal. Auch wenn ich nicht drauf gewettet habe. Ich gebe es ja zu. Wie die meisten, aber auf jeden Fall. Und freue ich mich doch gleich noch viel mehr. Und halt dir das Ding in Erinnerung, wirklich. Ich weiß, dass viele Eindrücke auf euch drauf sind und ihr euch oft gesagt wird, hier international ist wichtiger oder so. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber deutsche Toursieg ist nicht selbstverständlich. So viele gibt es nicht, die das feiern dürfen. Deswegen versucht das irgendwie zu genießen und das abzuspeichern, weil das ist nicht, schafft nicht jeder. Es gibt tausende Leute da draußen, die nicht im Ansatz da in die Nähe kommen. Und in Berlin ist ja wieder der Plan, dass du dann wieder an der Seite von Simon dann hoffentlich spielst. Wenn es klappt. Oder? Ja. Ja. Wenn der nicht mit Bennett spielen will. Jetzt dieses Ding. Ja, Bennett will wieder, wieder einen vorgeben. Ja, jetzt. Ja, ist auf jeden Fall der Plan. Und ich denke, da werden wir uns auf jeden Fall wieder alle zusammen sehen. Geil. Dann freuen wir uns auf Berlin mit euch. Philipp, hau rein. Schönen Abend. Ciao. Ciao, mach's gut.